führst um das Geisterhaus herum. Was nicht ganz klappt. Jetzt schon. Okay, und ich glaube, wir müssen auf einer Höhe sein. Geradeaus. Oh, verdammt, sind wir nicht. Okay, ich muss noch einen weiter. Geradeaus, jetzt rechts rum. Und geschafft. Sehr schön. Ja, das ist eine ziemlich große Wasserrutsche, dafür, dass ich eigentlich bloß ein kleines Ding hinbauen wollte. Aber hey, es führt zwischen allem entlang und überall hindurch. Alles ist gut. Wir könnten hier sogar noch eine Achterbahn machen, die auch nochmal drüber hinweg geht. Das klappt also wunderbar. Eingang. Ausgang. Und dementsprechend die Wege setzen. So. Warum baut der nicht? Manchmal baut der nicht. Vielleicht klicke ich verkehrt, ich weiß es nicht. Soll mir auch egal sein. So ist gut. Und hier runter. Sehr schön, das steht alles. Dann können wir hier noch eine andere Achterbahn langlaufen lassen. Und hier auch. Da müsste das alles wunderbar sein. Gut. Das Ding eröffnen für 1,20. Machen wir sogar 1,30 draus. Und weitere Bänke mit hin. Plötzlich strömten die Zuschauer alle mit rein. Unsere Abonnenten. Aufgesetzte Stahlgerüst-Achterbahn ist erforscht worden. Das bringt mir überhaupt nichts, weil die nur Venom Rail hat, mehr nicht. Und selber bauen kann ich's nicht. Dafür bin ich zu schlecht. Ich kenne mich mit Stahlgerüst-Achterbahn überhaupt nicht aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man die irgendwie setzen soll. Jedes Mal, wenn ich es versucht habe, war es eine Katastrophe. So, wir setzen jetzt überall in den Park noch Lampen rein. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich tue es einfach. Allein schon wegen dem Aussehen. So, dann haben die Aufseher auch wieder was, worauf sie aufpassen können. Und hier müssen wir jetzt noch, ja, jemanden einstellen, der alles sauber hält. Nee, keinen Entertainer. Eine Hilfskraft, aber der Entertainer bleibt. Da, 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 boom. Okay. Sehr schön, die Wasserrutsche läuft, die Leute stellen sich an. Die ersten kommen schon wieder zurück, während die letzten jetzt so langsam losfahren. Wasserrutsche ist tatsächlich noch zu klein. Ich bin auch gespannt, was die jetzt für eine Wertung bekommt. Niedrig, mittel, niedrig. Naja, gut, okay. Könnte besser sein. Aber sie ist immerhin lang genug. Das ist schon mal gut. Und es sieht auch so aus, als wenn sie sich nicht irgendwo stauen können. Wenn sie hier ziemlich an Fahrt verlieren, aber die kommen trotzdem noch ordentlich ran. Wunderbar. Ja, was für eine Achterbahn könnten wir denn jetzt noch bauen? Außer der Bob-Achterbahn traue ich mir ja nichts weiteres zu. Das ist das Problem. Ist hier noch eine kleinere Variante? Ist auch nicht so klein. Kann ich auch nirgendwo bauen. Flight of the Phoenix. Nüscht ist. Gut, dann
aufgesetzte Stahlgerüst-Achterbahn werde ich nicht bauen. Also die hier haben wir noch nicht. Die Holzachterbahn haben wir auch noch nicht. Also theoretisch könnte ich die hier hinbauen. Aber die hier drüber hinwegzuführen wird schwierig. Die kann ja nicht so hoch gebaut werden. Deren Träger sind ja gar nicht dafür ausgestellt. Ich brauche hier wesentlich mehr Besucher. Kaum welche fahren mit dieser Achterbahn mit, obwohl die so schön ist. Die meisten stehen wirklich hier am Geisterhaus an. Oder an der Baumstammrutsche. Ist doch zum Heulen. Was? Du gehst da nicht lang? Warum nicht? Du bist dafür zuständig. Hallo? Könntest du mal bitte die Kotze wegwischen? Das ist aber nett, danke. Schön, dass dir auch schon auffällt, dass du da lang musst. Irgendwas stimmt nicht. Die Wegfindung geht schon wieder völlig kaputt. Jetzt läuft er da weiter und anschließend läuft er wieder zurück. Läuft wieder in den Eingang rein. Also unsere Leute haben definitiv Probleme mit der Wegfindung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Läuft auch immer nur hin und her. Fehlt denn da ein Abschnitt oder was? Ah, dieses Teil hat gefehlt. Okay, jetzt verstehe ich. Gut. Deswegen hat er hier auch nicht sauber gemacht. Okay. Ja, muss man erst wissen, nicht? Ansonsten ist alles soweit gut. Die Besucher sind immer noch bei 900. Obwohl wir mittlerweile eine neue Attraktion haben, nämlich die Wasserrutsche. Aber es reicht ihnen nicht. Das ist das, was ich meinte. Sowas zieht Leute nicht in den Park. Das ist immer nur, um zusätzlich Geld zu bekommen und den Leuten wenigstens irgendwas zu bieten, wenn die sowieso schon im Park sind. Mehr hat es nicht zu bedeuten. Es wird schwer, hier noch eine Achterbahn hinzusetzen. Ich glaube, ich werde mich tatsächlich erstmal an das andere Ding wagen, dass das denn hier so lang führen kann. Oder hier. Je nachdem. Ich glaube, hier ist ganz gut. Muss ich das aber auch noch erhöhen? So, kriegt jetzt alles eine Farbe. Kostet allein schon 8 Franc, das mit einer anderen Farbe aufzufüllen, auch nicht schlecht. Ah, sehr interessant, das geht also auch. Okay. Dann zeig mir mal die Forschung. Zuckerwatteverkauf wird erforscht. Ich habe ja gehofft, dass jetzt demnächst die Bob-Achterbahn kommt, aber nichts ist. Die lassen mich einfach nicht gewähren. Furchtbar. Gut, dann bauen wir den Zuckerwatteverkauf. Der kommt dann hier vorne mit hin. Dass die Leute auch hier nochmal was zu essen bekommen. Auch hier können wir dann nochmal einen Zuckerwatteverkauf irgendwo bauen. Der ist jetzt fertig. Sehr schön. Zuckerwatte. Da. So, den schon mal öffnen. Dann noch ein Zuckerwatteverkauf. Hier vorne irgendwo mit hin. Wenn ich denn was sehen würde. So ist schön. Mr. Zuckerwatte. Achterbahn 1 ist defekt. Wieder mal. Ist ja auch nichts Neues. Leider Gottes.
Geisterhaus 1 ist ebenfalls defekt. Passiert. Hier stehen die Leute an. Das ist schon mal gut. Wir sind immer noch bei 900 Besuchern. Es steigert sich nicht mehr. Und ich kann nicht so viel bauen. Wir sind im Moment so ziemlich am Ende. Aber noch nicht am Ende des Szenarios. Es dauert noch. Sehr viele Leute verlassen den Park. Sehr viele kommen wieder. Es hält sich im Moment die Waage. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil wir ja eigentlich sehr viel tun für die Leute. Im Moment gehen mehr als das, welche kommen. ...94... ...95, 96... ...95, 94, 93, 92... Ist das furchtbar. Ich darf gar nicht hingucken. Da kriegt man Gruselpickel. So, gut, aber trotzdem. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal diese Achterbahn bauen, weil ich gar keine andere Wahl habe. Und das ist ja auch eine der einzigen, mit denen ich noch umgehen kann. Dann würde ich sagen, machen wir die Holzachterbahn hier so hin, dass die durch den Park geht und die Bob-Achterbahn nachher woanders hin. Frage ist bloß, ob wir die Holzachterbahn dann anschließend auch noch verbinden können. Denn es wird schwierig, wenn die nicht über den Weg hinweg führt. Wir machen es einfach folgendermaßen. Wir ziehen das hier in die Höhe, sodass es dann definitiv über diese Wege hinwegführen kann. So. Nach eigenem Entwurf bauen. Gut, ab nach oben. Rechts rum. Weiter nach oben. Geht nicht. Dann weiter rechts rum. Nee, du musst noch weiter nach oben. Wir lassen es nachher unten durchführen. Das ist kein Problem. So, dann geht es erstmal nach unten. Bereich für Actionfoto. Dann geht es wieder weiter nach unten. Dann gibt es ein Wasserbecken. Anschließend geht es erstmal nach oben. Ja. Gibt es eine Helix? Nee, gibt es nicht. Was gibt es denn noch für Besonderheiten? S-Kurven, Bremsen und so weiter. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Das gefällt mir eigentlich. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein Stückchen nach oben. Dann rechts rum. Nee, dann sind wir zu hoch. War das schon okay so? Geradeaus, dann wieder links rum. Und dann sind wir dran. So, und jetzt bin ich gespannt, ob den Leuten das gefällt. Das wird gleich sehr interessant. Eingang kommt hier vorne mit hin. Ausgang machen wir hier mit hin. Hm.
Obwohl doch, mach mal so. Aber dann klappt das nicht, nee. Der Ausgang muss noch woanders hin. Ausgang bitte daneben. Eins, zwei, drei und vorbei. Sehr schön, Ausgang steht. Bänke mit ran. Dann möchte ich erstmal gucken, ob diese Achterbahn einigermaßen funktioniert. Testfahrt. Ich meine, die geht ziemlich lange. Hat nicht viele Schreckensmomente mit drin, also wenn dann wirklich nur das hier. Aber dann kommt die auch wieder an und alles ist gut. Theoretisch könnte man das abreißen und nochmal eine ordentliche Kurve mit hinsetzen, aber ob das reicht, ist fraglich. So, dann fahren die da runter. Dann gibt es Fotos. Fahren die durchs Wasserbecken. Nehmen dabei ab. Und hängen fest. Es geht gerade so gut. Oh, das ist da. Und die fährt schon wieder zurück. Weil das Wasserbecken wie eine Bremse funktioniert. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken, was die Testfahrt sagt. 72 km/h, 14 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Niedrig, extrem, mittel. So schlimm ist die doch gar nicht. Nee, da muss ich die erst umbauen. Okay, die haben hiermit wahrscheinlich ein Problem. Das ist denen zu doll. Was? Nein, nicht... Verdammt. So, dann bauen wir erstmal hier das Ding wieder ran. Dankeschön. Dann geht's hier wieder weiter. Wenn wir das runtersetzen. Dann kommt das Ding direkt ran. Okay, na, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Neue Testfahrt. Vielleicht knallt es hier auch aneinander, weil das eigentlich nicht dazugehört, diese Kurve. Aber wenigstens sind die Kurven nicht ganz so doll. Vielleicht klappt's. Dadurch, dass die jetzt nicht so sehr im Kreis fahren, müsste es eigentlich funktionieren. Das Wasserbecken ist wie eine Bremse, alles ist gut, die sind relativ fix wieder da. Noch ist das Ding geschlossen, warte darauf, dass es weitergeht. Hier muss ich nachher die andere Achterbahn hinsetzen. Oh Gott, das wird alles... ein Krampf, aber wir kriegen das hin. Sobald wir denn die Bob-Achterbahn irgendwann mal haben. Aktuell kommt ja wieder eine aufregende Attraktion, weil die Einspurbahn nicht funktioniert, nicht läuft. Niedrig, extrem, mittel. Warum ist die Intensitätsrate so hoch? Wegen dem Wasserbecken? Wetten, das ist nur wegen dem Wasserbecken?